Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich unzählige Drogerie-Neuheiten für euch. Ich verrate euch, was es diesen Monat und vor allen Dingen diese Woche neu in der Drogerie gibt. Und ich bin super gespannt, was ihr dazu sagt. Vielleicht habt ihr Lust drauf. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr hattet einen wundervollen Start in die Woche. Ich bin vorgestern für euch erst zurückgekommen, für mich gestern. Sehe auch noch ein bisschen fertig aus, aber mit ein bisschen Make-up ist das Ganze wieder weg. Und wenn wir über Drogerieneuheiten reden können, dann ist das für mich das Liebste. Ganz, 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 ganz wichtig. Mich haben unzählige liebe und böse Nachrichten erreicht, dass es unter meinem letzten oder vorletzten Video ein Gewinnspiel-Gewinnbenachrichtigungskommentar gab von xy-maximgiacomo-telegram. Das ist fake. Bitte, bitte, bitte. Wenn ihr seht, dass irgendjemand sagt, ihr habt was gewonnen, der nicht den Haken dahinter hat hier bei YouTube, dann bin das nicht ich. Ich habe keinen zweiten Account, ich habe keinen anderen Account und meine Gewinnspiele werden immer per Privatnachricht oder per E-Mail zugeschickt, niemals unter Kommentaren mit Telegram. Ich habe kein Telegram. Bitte schickt eure Daten nicht an irgendjemanden. Wenn ihr nur darunter kommentiert habt, ist es nicht schlimm. Ich habe den Kanal gesperrt, es waren mehrere Kanäle. Aber bitte, bitte, bitte passt auf euch auf und schaut genauer hin. Ich habe kein Telegram und es ist immer dieser Haken dahinter. Ich habe gesehen, dass es viele, viele neue spannende Produkte bei Rossmann Online gibt, beziehungsweise dann auch bei Rossmann in der Drogerie. Und wir schauen mal, was es Neues gibt. Dafür rutsche ich, wie immer, ein kleines Stückchen zur Seite und mache ein bisschen Platz. Und wir starten auch schon direkt mit dem ersten. Und zwar ist das von Sun Ozon für 3,99 € ein Gesichts-Selbstbräunungsspray mit erfrischendem Kokosnusswasser. Ich mag das ganz gerne. Ich hatte mal eins von Pitzbuin, glaube ich, hieß das. Sehr, sehr gut, sehr, sehr teuer. Im Moment, ich weiß nicht, woran es liegt, bin ich ehrlich gesagt nicht so auf dem Self-Tan-Trip. Ich weiß aber, dass viele das im Zuge von Achtung, keine Sonne, gerne benutzen. Kann mit Sicherheit eine gute Sache sein. Ist sogar eine Rezeptur ohne Plastik und für 3,99 € für 150 ml ist das ziemlich, ziemlich gut. Wir haben eine neue Jesana-Reihe, das ist die Lemon and Lime-Reihe. Davon gibt es nicht nur eine Handseife, sondern auch, ich glaube, ein Duschgel, Shampoo. Das findet ihr auf dem Trend Tower. Habe ich neulich schon gerochen, riecht sehr, 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 sehr gut. Und ich mag das ehrlich gesagt ganz gerne, diese LEs an Duschgelen. Ich liebe halt Gerüche. Ne? Ich bin bei Seifen, bin ich eher auf fester Seife für die Hände oder so. Aber für zwischendurch ist das mal eine gute Sache und die sind natürlich auch immer super günstig, ne? Also 65 Cent für einen halben Liter Seife, das ist schon wirklich sehr, sehr gut. Was ihr jetzt bei Ideenwelt findet, das findet ihr immer direkt am Eingang, ist eine sehr, sehr gute Sache, die ich euch empfehlen kann. Ich habe den auch immer dabei. Ich war jetzt neulich auf dem Event und hatte einen Handventilator. Und den gibt es jetzt nicht in Blau, sondern in Schwarz, sehr, sehr hübsch, mit einem Ladekabel, also Akku betrieben, für 9,99 €. Sehr, 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 sehr gut. Wenn es super heiß ist, wenn ihr euer Make-up fixieren wollt, kann ich euch das wirklich empfehlen. Ein paar Mal raufdrücken, Setting Spray einziehen lassen oder auch zwischendurch erfrischen. Eine sehr, sehr schöne Sache. Die Exotic Party LE gefällt mir auch sehr gut. Die riecht nicht gleich, aber ähnlich wie die Sol de Janeiro Produkte. Sehr fruchtig, sehr frisch, sehr sommerlich, mag ich ganz gerne und vor allen Dingen auch das Body Spray. Ich war ehrlich gesagt immer so ein bisschen abgeneigt von Body Sprays, weil ich gedacht habe, es hält halt nicht. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, wenn ihr einen bestimmten Duft sehr, sehr gerne mögt, beispielsweise habe ich einen Duft von Bruno Banani. So, ich habe ein Parfum von Bruno Banani, was mir sehr, 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 sehr gut gefällt. Dann gucke ich, gibt es das passende Duschgel, gibt es die passende Bodylotion dazu und gibt es ein passendes Bodyspray, weil ihr so vor allen Dingen bei sehr günstigen Parfums das Dufterlebnis ein bisschen steigern könnt. Ich liebe Düfte, einer meiner... Ich habe schon, was karrieremäßig Make-up und so angeht, habe ich natürlich schon sehr, sehr viel umsetzen können und mir viele, viele Träume erfüllen können. Ich hatte eine Highlighter-Palette, ich hatte einen Schwamm, ich hatte eine Pinselseife, ich hatte eine Lidschattenpalette, ich hatte eine komplette Kollektion mit Rival Loves Me, ich hatte eine komplette Kollektion mit Catrice und eventuell kommt ja in den nächsten 3 Wochen vielleicht nochmal was.
Aber eine Sache, die ich wirklich noch als Traum auf meiner Bucketlist habe, ist ein Parfum. Ich weiß auch schon, wie es riechen soll. Ich habe schon alles fertig in meinem Kopf. Ich brauche nur noch die richtige Brand dafür. Also das wäre wirklich noch ein Traum von mir, den ich umsetzen möchte. Und vielleicht schaffen wir es ja noch, na, dieses Jahr nicht mehr, aber vielleicht im nächsten Jahr. Das setze ich mir auf meine Liste. Aber so viel dazu, wenn ihr vor allen Dingen bei günstigen Parfums die Möglichkeit habt, vielleicht noch ein Bodyspray mit dazu zu nehmen oder eine Bodylotion, die ähnlich riecht, dann könnt ihr das Dufterlebnis einfach deutlich verlängern für recht wenig Geld. Und dafür ist die Exotic Party-Reihe sehr gut. Eine Sache, die krass ist, die aber nur online verfügbar ist, ist von Color Wow, der Dream Coat, das Supernatural Spray. Das ist so eine Kombi aus Texturspray und Hitzeschutzspray, was Chris Appleton gerne benutzt. Das ist der Hairstylist von den ganzen Promis, Kim Kardashian, J.Lo, von allen möglichen. Und der arbeitet mit Wow zusammen. Ist teuer, 29,99. Da empfehle ich euch, schaut mal bei Pursh. Ich glaube, die haben das auch. Da gibt es ja dann immer Codes. Aber man sieht schon, dass Rossmann auch wirklich so langsam in eine Richtung geht. Vor allen Dingen online, wo man mal vielleicht ein bisschen genauer hingucken kann. Ich empfehle euch auch online wirklich mal zu schauen, weil es ist in der Drogerie ein sehr begrenzter Platz. Und nicht alles ist immer in der Drogerie erhältlich, aber ihr könnt online immer schauen, was es gibt. Ich glaube, versandkostenfrei ist es auch, wenn ihr euch sogar in die Filiale liefern lasst. Und ihr habt natürlich eine viel, 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 viel größere Auswahl. Ich sehe hier sehr, sehr viele Produkte vom neuen Rival Loves Me Sortiment. Dazu habe ich bereits ein ganzes Video gemacht. Das verlinke ich euch einmal oben in der Ecke. Ihr findet dort unter anderem auch meinen Holy Grails Primer. Jetzt nicht mehr als Holy Grails, sondern er heißt jetzt nur noch Whipped Cream Primer. Aber ich weiß, dass viele sich darüber sehr, sehr gefreut haben. Ich habe mich auch sehr für euch gefreut, dass er jetzt endlich, endlich da ist. Es gibt aber auch noch andere Primer, die ein bisschen mattierend sind oder Poren minimiert. Wir hüpfen mal kurz in die Make-up-Kategorie und finden hier vor allem auch viele Neuheiten von Rival de Loup. Die waren, glaube ich, ein paar Wochen später mit dem Update als Rival Loves Me. Was ich euch ans Herz legen kann, sind zwei Produkte. Einmal die heißen Hyaluron-Lipsticks. Gibt es in unglaublich vielen Farben. Und ich habe hier schon den perfekten Ton für den Herbst gefunden. Ein sehr, sehr dunkler Ton. Ich nehme ihn jetzt nur kurz als Lip Liner. Gibt es in unglaublich vielen Farben, sind gut pigmentiert, sind wirklich, wirklich günstig. Und die Farbe 01 ist halt so ein richtig, das ist so ein Aubergine, sie sieht ja immer schwarz aus, aber sie hat so einen leichten Touch an Lila mit drin. Ganz, 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 ganz tolle Farbe. Und es gibt auch etwas, das gab es, glaube ich, schon mal von Rival de Loup. Jetzt gibt es auch von Rival Lasmi, jetzt von Rival de Loup. Der Luminizer Highlighter, der ist sehr, sehr glitzerig. Verdünnt den bitte mit einer Bodylotion. Und dann habt ihr, das ist so krass, ne? Und ein bisschen Bodylotion. Und dann könnt ihr das vermischen und habt so einen richtig schönen All-Over-Face und so ein All-Over-Body-Glow. Super, super schön. Wenn man ihn einzeln benutzt, ist er sehr intensiv, sehr, sehr glitzerig, schon fast silbrig. Deswegen verdünnt ihn ein bisschen, dann habt ihr so ein paar größere und ein paar kleinere Glitzerpartikel mit drin. Sehr, sehr sexy. Sante hat Lidschattenpaletten rausgebracht für 10,99 €. Ich muss sagen, die Oil Foundation, da freue ich mich wieder drauf auf den Herbst. Hier sieht man jetzt leider auf den Bildern nur so ein paar Farben und die sehen schon recht soft aus. Ich mag Naturkosmetik gerne. Ich habe auch was, an dem ich gerade arbeite, was Naturkosmetik ist. Ich weiß nicht, ob es dieses Jahr noch rauskommt oder nächstes Jahr für meine eigene Marke. Das ist qualitativ Naturkosmetik, aber nicht Naturkosmetik, Naturkosmetik schlecht. Weil ich weiß nicht, woran es liegt, dass Naturkosmetik immer so boring ist. Also so, da ist gar nichts dahinter. Da hast du mehr Pigment, wenn du deine Augen mit Kakaopulver schminkst. Verstehe ich nicht. Vielleicht habt ihr davon schon oder damit schon Erfahrungen gemacht. Ich werde demnächst mal hier in die andere Rossmann-Filiale fahren. Da gibt es tatsächlich einen Sante Aufsteller. Vielleicht schaue ich mir die mal an. Die Foundation hat mir persönlich sehr, sehr gut gefallen. Ist jetzt aber nicht unbedingt das, wo ich sage, wow, geil. Apropos, der Hyaluron-Lipstick von Rival Lasmi kommt in 18 Farben. Von wirklich knalligem Rot, knalligem Orange, einem dunklen Braunton, einem dunklen Fliederton, Lila. Es ist alles mit dabei und das Sortiment gefällt mir auch wirklich sehr, 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 sehr gut. Revolution, iHeart Revolution, hat einige neue Produkte rausgebracht, die ich auch schon in der Drogerie gesehen habe. Wir haben beispielsweise Pineapple Ombre Highlighter und Coconut Ombre Highlighter. Die sind so ein bisschen im Verlauf zwischen Gold, Rosé und Silbrig oder Gold und Silbrig.
Mag ich ganz gerne. Sowas ist immer eine süße Spielerei. Oder aber auch, und der gefällt mir persönlich sehr, sehr gut, ist der Cherry Blusher. Ombre Cherry Blusher. In einem Verlauf von einem hellen, schimmrigen Ton bis zu einem leicht dunkleren Rosaton. Erinnere ich mich, gab es vor einigen Jahren mal von, ich glaube, Catrice hatte viele Ombre-Produkte. Und es gibt auch diese Fünfer-Lidschattenpaletten, die verdächtig nach Natasha Denona aussehen. Die Shadow White Vanilla Palette gefällt mir persönlich sehr gut. Aber auch die Raspberry Food Palette mit so schönen Orange- und Rosa-Brauntönen. Richtig, richtig schön. Auch passend dazu aus der Kollektion die Chocolate Lip Chocolate Pudding Glosse in drei verschiedenen Farben, bisschen Rosé, ein bisschen bräuner und ein bisschen kühler. Für 4,99 € sehr, sehr guter Preis. Wie gesagt, ich bin ehrlich gesagt so ein bisschen, weiß ich nicht, lacht mich Tatsache nicht mehr so an. Was ich aber sehr, sehr spannend finde, da bin ich gespannt, was meine Mäuschen aus der Community sagen, die das vielleicht schon oder noch kennen. L'Oréal hat eine neue Mascara rausgebracht, schon wieder, die auch Telescopic heißt, aber diesmal Telescopic Gold Mascara. Und das Packaging sieht aus, als wäre es schon viele, viele Jahre vorhanden. Sehr vintage. Hat wohl, ich habe ein paar Videos dazu gesehen, einen extrem krass trendenden Look. Das könnte wirklich was für mich sein, weil ich mag es nicht, wenn die Wimpern so klumpig sind, ne? Also ich möchte, dass jede einzelne Wimper schwarz gefärbt ist und ich keine Klumpen habe. Und auf den Bildern sieht das so aus. Sehr, 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 sehr schön. Muss ich unbedingt ausprobieren. Ich habe sie tatsächlich noch nicht getroffen, in der Drogerie angetroffen. Aber die gefällt mir persönlich gut. 13,99 €. Ja, ich mag auch gerne günstigere Mascara, ne? Und es gibt von Rival Loves Me jetzt auch UV-Nagellacke, UV-Gele. Und ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, weil ich neulich mich mit Neonail unterhalten habe, dass viele das nicht verstanden haben, wie UV-Nagellacke funktionieren und sie dann draußen sich die Nägel lackieren auf der Terrasse oder so und der Nagellack hart wird. Ein UV-Lack reagiert auf UV-Strahlen und die habt ihr natürlich draußen. Macht das bitte, bitte drin, weil sonst trocknet euch alles an, so dass es nicht mehr gut aussieht. Ich habe keine Erfahrung mit Nagellacken, deswegen kann ich euch zu den Rival Loves Me UV-Gels nichts sagen, aber da habt ihr vielleicht schon Erfahrung dazu gemacht. Es gibt eine neue Marke, Girl Got Lashes, mit DIY-Wimpernbändern und Mascaren. Nee, Wimpernkleber ist das. Einzelne Wimpern, Wimpernkleber, Applikatoren, Topcoat für Lashes, Let It Go, Kleber, Remover. Recht teuer, 12,99 € für ein, also das sind nicht einzelne Wimpern, sondern einzelne Segmente von Wimpern. Ja, ist online exclusive. Lacht mich persönlich jetzt auch nicht so an, aber easy peasy falsies. 36,99 € Wimpernsegmente. Okay, fünf Wimpernsegmente für 36,99 € ist schon eine stolze Summe. Habe ich ehrlich gesagt gar keine Erfahrung von. Aber vielleicht habt ihr da ja was, wo ihr sagt, habt ihr vielleicht schon mal ausprobiert. Ich habe eh das Gefühl, dass Lashes nicht mehr ganz so beliebt sind. Oder schreibt mir mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Wir hüpfen noch einmal kurz zu Pflege. Und auch da gibt es Neuheiten. Und einige davon habe ich schon getestet. Und zwar von Isana, das AHA-PHA-Peeling. Wirklich eine große, große Empfehlung. Ich habe es ein paar Mal benutzt und mir gefällt das sehr, 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 sehr gut. Genauso wie die Kollagenreihe von Isana. Auch die hat mir sehr gut gefallen. Würde ich auf jeden Fall wieder kaufen. Und ich habe ein Video gemacht, ist ein bisschen durch die Decke gegangen von Nature Blossom. Coco Vanilla, ein Parfum. Ein Traum. Es hält leider nicht so lange, also ein paar Stunden. Dann müsste man nachsprühen. Ist mir egal. Ich sprühe es auch einfach nur in den Raum rein, um diesen Geruch zu lieben. Das ist ein Geruch. Ich habe ihn beschrieben wie: Du bist die Kokosnuss. Du trägst auf der linken Seite deines Armes eine Vanilleschote und in der rechten ein bisschen Sandelholz und im Rucksack hast du eine Flasche Sonnencreme. So riecht die. Phänomenal. Traumhaft schön. Verführerisch, pudrig, leicht, sommerlich.
Hält leider nicht lange, aber wirklich trotzdem sehr, 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 sehr gut. Wir haben was Neues von Nivea und zwar, ich glaube, das ist ein Dupe zu der Mixer-Reihe, wobei es preislich nicht so einen großen Unterschied macht. Die Repair and Care-Reihe, das sind zwei sehr, sehr dicke Bottiche mit 400 Millilitern. Die haben auch 400 Milliliter, einmal mit Glycerin und Vitamin E. Und Glycerin und Panthenol. Ich liebe die Mixerreihe, gerade hier die lilane Panthenol-Reihe steht immer hier bei mir. Benutze ich als Handcreme, benutze ich als Gesichtscreme, benutze ich als Fenstercreme. Kannst du alles mitmachen. Super Preis, super Pflegewirkung. Wie die von Nivea ist, weiß ich jetzt tatsächlich noch nicht. Aber auch die gibt es in einem Pumpspender. Ist dann ein bisschen günstiger, ist aber auch deutlich weniger drin. Da sind dann nur 250 Milliliter drin. Also wenn man die vielleicht mal ausprobieren möchte, eine gute Sache. Falls ihr Erfahrungen mit einigen Produkten schon gemacht habt, bitte, 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 ihr tut nicht nur mir, sondern der gesamten Community einen riesengroßen Gefallen, wenn ihr eure Erfahrungen in die Kommentare schreibt. Gerne auch ausführlicher, damit ihr anderen Leuten helfen könnt. Foamy hat neue Produkte rausgebracht, allerdings auch hier nur online ein Make-up-Entferner-Balsam für Gesicht, Augen und Lippen mit Sesamkernöl. Schnelles und sanftes Abschminken, nicht fettend, keine Rückstände, für wasserfestes Make-up geeignet. Ich bin ein großer, großer Freund und ich weiß gar nicht, woran es liegt. Wahrscheinlich, weil ich mich sehr viel mit diesen Produkten auseinandersetze, mit so ein bisschen zurück zum Ursprung. Feste Seifen, feste Gesichtsseifen, feste Shampoos habe ich für mich entdeckt gerade. Und nee, das verrate ich noch nicht, das hebe ich mir für den Herbst für euch auf. Aber ganz spannend, feste Nachtcreme und feste Tagescreme. Ich finde, man sollte diesen festen Produkten definitiv eine Chance geben, weil sie A, nicht nur sehr viel Plastik sparen, sondern auch einfach eine ganz, ganz neue Art von Produkten sind, die große Vorteile haben. Und ich glaube, wenn man sich mehr damit auseinandersetzt, dann könnte man da auch den einen oder anderen Favoriten entdecken. Wenn ihr wollt, gehe ich nochmal in die Drogerie, bestelle nochmal ein paar Produkte online, die ich vielleicht gefunden habe, die mir gefallen könnten und vielleicht euch auch gefallen können, dann schaue ich da gerne mal. Und ich glaube, Freunde, wir haben es auch mit wirklich den spannendsten Produkten aus der Drogerie für diesen Monat bzw. für diese Woche. Ich liebe das Format, weil ich euch so einfach gebündelt viele, viele Informationen geben kann. Danke euch, dass ihr heute mit dabei wart. Passt auf euch auf, fühlt euch gedrückt. Bis zum nächsten Mal.